Yo, hey, yo, Leute! Ich begrüße euch zurück zu meinem Let's Play von Midnight Club LA. Ich habe mich heute gegen Need for Speed Shifts Unleashed entschieden, sondern mal wieder für Midnight Club LA. Ich habe mal wieder richtig Lust auf dieses Spiel. Obwohl ich gestern schon eine Aufnahme gestartet hatte, die glorreich in die Hose gegangen ist. Das soll bedeuten, dass ich hoffe, dass es heute besser laufen wird. Ja, ich muss mich auch erst wieder zurechtfinden. Ich habe gestern gezockt, habe diese Rennen glorreich verkackt. Deswegen denke ich, werde ich mal heute andere Rennen auswählen. Genau, mit dem Wagen können wir eigentlich direkt weiterfahren. Komm, machen wir das Valley Match. Ich glaube, das ist wieder diese Serie, die 5000 Mal gemacht werden muss. Ja, okay, jetzt kriege ich die ganzen Zeitfahren-Dinger rein. Ja, was ich euch auch noch sagen wollte, ist, dass ich nächste Woche leider nicht da bin. Ich bin mit meiner Schule auf einer, mit meinem Seminarkurs auf Alpenexkursion. Das heißt, ich werde nächste Woche keine Videos hochladen. Und werde auch nicht da sein für Fragen oder ähnliches. Nur damit ihr es wisst. Jo, Leute, also willkommen zurück. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Auf jeden Fall war ich gerade auf dem Weg zu einer neuen Challenge. Oder was heißt Challenge? Zu einer neuen Mission. So, jetzt scheint es auch wieder zu laufen. Kann sein, dass es jetzt auch noch ein bisschen in der Aufnahme lagt, weil mein Laptop gerade neu hochgelaufen ist. Ja. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Zeit verloren, das nervt natürlich. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt natürlich... Gott, der fährt hier wieder irgendwo auf der Autobahn, schätze ich mal. Und da das gestern ja so fail gelaufen ist, hoffe ich, dass es heute besser läuft. Denn das dann, gestern, das war dann nicht mehr schön und da hörst du dann auch lieber auf, aufzunehmen, weil sonst hat es gar keinen Sinn mehr. Scheiß Teil. Ich hätte jetzt auch Pfeiltaste nehmen können, ich weiß. So, der ist hier irgendwo runtergefahren, wo ich nicht runterkomme. So, dann fahren wir eben hier runter. Spaten. So, jetzt ist er da hinten links gefahren und ich habe jetzt auch mit Absicht nicht mehr in die Cockpit-Sicht umgeschaltet, weil er das Cockpit hier ja kennt. Also wundert euch nicht. Und das war ja klar, dass das Ziel mal wieder ganz anders liegt. Ach ja, das kennen wir doch hier auch schon irgendwoher. Das ist einfach nur geradeaus jetzt, glaube ich. Ja. Naja, wenn ich hier so ein Teil verliere, mein Gott, das ist nicht so schlimm. So, und dann geht es hier nämlich gleich irgendwo... Links, ah ja, ich hätte auch da... Nee, hätte ich nicht. Ja, gut. Habe ich noch 80 Dinge mitgenommen. So, jetzt hoffe ich aber mal, dass das besser läuft als gestern, Leute. Weil sonst stehe ich da echt blöd da, ne? Ich brauche jetzt Nissan Skyline neben mir. Das heißt hier, fahrerisches Können. Ich muss hier mal wieder
vollfahrischen Können strotzen, wollte ich eigentlich sowas in der Art sagen. Naja, so fing es gestern auch an in der Aufnahmesession. Super gefahren und auf einmal bam, bam, bam und auf einmal warst du... war ich so weit weg. So, die Abkürzung hier mit behutsam fahren. Mit Bedacht. Ich will hier immer zwei Sachen gleichzeitig sagen. Das geht nicht gut. Ja Leute, was ich vielleicht auch noch sagen wollte, ich überlege mal, ob ich mir Formel 1 2011 kaufen soll. Ah, hier geht's runter. Ja, ich überlege, ob ich mir Formel 1 2011 kaufen soll. Denn selber bin ich auch ein Formel 1 Fan und wäre vielleicht auch interessant, dann zu Let's Playen. Mal gucken. Irgendwann halt dann mal. Weil ich weiß, dass Driver San Francisco, wenn man es... wow. Wenn man es... ja, wie soll ich sagen? Wenn man es schnell durchspielt, da hast du dann halt die 100% nicht. Aber dann geht es schon echt schnell. Hat einer auch bei mir gepostet. 8 Stunden oder so. Ja, kann ich zustimmen. Das dauert dann echt so wenig. Und ich zünd jetzt mal hier mein Nitro. Weil ich will nicht unbedingt hier die Führung direkt wieder verlieren. Wo ich direkt doch mal wieder auf mein kleines Helferlein zurückgegriffen habe. Das ist EMP. Direkt noch eins. So, aber bis jetzt sieht es doch schon mal nicht schlecht aus. Wow. So, jetzt geht's gleich noch auf die Autobahn. Mit Bedacht fahren. So, die fahren wieder auf der anderen Seite hoch. So, und eigentlich konnte ich hier mal ein bisschen Zeit rausfahren. Aber hier geht es ja auch schon wieder runter. So, und ich glaube, gleich kommt auch das Ziel. So, nochmal ein EMP-Stoß. Jawohl, und da wusste ich doch das Ziel. Wuhu! Wäre ich jetzt in eine ganz andere Richtung gefahren. Ah, es läuft ja schon mal besser. So will ich das doch sehen. Jo, also sagt mir mal die Meinung zu Formel 1 2011. Ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre zu Let's Playen später mal. Ich meine, die jetzige Formel 1 ist uns so oder so gelaufen. Denn der Vettel wird das schon machen. Was ist denn das da für ein Auto hier, der mich jetzt überholt? Ein Ford GT, willst du mir das sagen, dass das ein Ford GT ist? So, ich hätte gedacht, ich könnte den Windschattenboost abgreifen. War aber nicht so und ich glaube, das Motorrad hat es ein bisschen zerfetzt. So, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass das hier nur eine Eintagsfliege war, eben der Sieg. Denn der Ford GT, wenn das wirklich ein Ford GT ist, ich weiß es nicht, ich konnte es nicht richtig erkennen, der auf jeden Fall jetzt gecrashed ist. Ich wollte gerade sagen, der Pacer ganz schön. Ich habe gar kein Problem. Ich hoffe nur, dass du mich vorbeilässt. Und dass du jetzt eh ein EMP reingepresst kriegst. Ah, jetzt ist er schon wieder so weit weg. Beziehungsweise sie. Ich darf auf jeden Fall noch weiter in Autobahn fahren. Wow. Ich hasse so leichte Streifer. Ich habe 3 EMPs voll. Also Jungs, Mädels. Das war schön gefahren. Denn ich muss wirklich mal zugeben. Ach du Scheiße.
Ich hatte wirklich eigentlich Lust, gestern auch mal wieder auf dieses Spiel. Nur wenn du dann 5 Rennen hintereinander verkackst, dann hörst du lieber auf zu spielen. Und da hat es ganz viele gecrashed. Ja, jetzt bin ich unfreiwillig dem hinterhergefahren. So, Motorrad kannst du direkt fressen. Und direkt noch eins. Und hier ist die Abkürzung. Gott. So, jetzt battle ich mich auf jeden Fall mal wieder mit einem gleichwertigen. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass die anderen auch gleich wieder direkt aufschließen. Also nochmal gesagt, ich werde auch, denke ich, noch ein Bulletin schicken auf YouTube, dass ich nächste Woche dann nicht da bin, keine Videos. Deswegen habe ich auch letzte Woche Spaß. Oh oh, das hier. Das sieht bisher. Oh oh oh. Oh nein, das hat's mich gekostet. Das war der Sieg. Tja, so schnell kann's gehen, beziehungsweise so langsam kann's gehen. Dann machen wir's halt im nächsten Rennen klar. Mein Gott. Ja, ein bisschen fail gelaufen.